Gebrechlichkeit. Gebrechlichkeit ist ein Substantiv zum Adjektiv gebrechlich. Gebrechlichkeit ist Hilfsbedürftigkeit. Gebrechlichkeit kann man auch als Fragilität bezeichnen oder auch Zartheit. Gebrechlichkeit ist auch das, was man als lateinisch Infirmität bezeichnet. Gebrechlich bedeutet, dass man an Gebrechen leidet. Gebrechlich heißt mit Gebrechen behaftet, auch hinfällig. Gebrechlichkeit hat also etwas mit hohem Alter zu tun oder auch mit Krankheiten. Yoga und Gebrechlichkeit. Yoga kann helfen, längere Zeit seiner körperlichen und geistigen Kräfte fähig zu sein. Wer Yoga übt, wird später gebrechlich. Yoga kann aber auch helfen, dann einen Sinn im Leben zu sehen, wenn man gebrechlich geworden ist. Bestimmte Praktiken des Yoga gehen auch, wenn man wegen Gebrechlichkeit nicht mehr viel tun kann. Mindestens ein Mantra kann man wiederholen, zu Gott beten. Vielleicht kann man auch noch den Atem steuern und kontrollieren. Und indem man merkt, man kann doch einiges Sinnvolles tun, selbst wenn man körperlich sehr gebrechlich ist, vielleicht sogar seine geistigen Kräfte schrittweise verliert, dann ist das etwas sehr Sinnvolles. Yoga hilft nicht nur jungen Menschen, flexibler zu werden, im mittleren Alter hilft Menschen, Yoga sich jünger zu fühlen und mehr Energie zu haben. Im hohen Alter hilft Yoga, insbesondere spirituelles Yoga, aber auch Yoga-Atemtechniken und Entspannungstechniken, Mantras und so weiter, weiter zu spüren. Mein Leben macht einen Sinn. Ich kann für mich selbst etwas tun, ich kann mich gut entwickeln und mit Mantras und Gebeten und Lichtvorstellungen auch etwas für andere tun.